Hallo ihr da draußen und Dankeschön fürs Einschalten. Heute gibt es mal ein super leckeres grünes Kräuterrisotto. Das wird ein bisschen mit Weißwein verfeinert, ein bisschen Butter kommt noch rein. Das lassen wir dann so circa für 15 bis 20 Minuten auf dem Herd köcheln, geben noch ein bisschen Vorwahl und dann gibt es ein super leckeres Risotto. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Rezept. Zuerst nehme ich unseren Risotto-Reis und gebe den in ein Sieb und wasche den erstmal ab und lasse ihn danach erstmal abtropfen. Danach brauchen wir eine halbe Zwiebel, die schneiden wir in ganz feine kleine Stücke, so sollte sie ungefähr aussehen. Und dann geben wir noch etwas Olivenöl in einen Topf, erhitzen das Ganze und lassen dann erstmal die Zwiebel 2 bis 3 Minuten anschwitzen. Wenn die dann schon ein bisschen Farbe angenommen haben, geben wir das Ganze schon mal mit Weißwein dazu, löschen das Ganze damit ab. Schon mal ein bisschen umrühren und im nächsten Schritt geben wir dann schon mal die Hälfte der Brühe hinzu. Dann kann das schon mal leicht aufköcheln, kurz aufkochen lassen. Und jetzt noch den Reis hinzugeben. Den Reis lassen wir dann insgesamt für 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Dann das Ganze mit Pfeffer würzen, eine ordentliche Prise Salz darf nicht fehlen und ein Lorbeerblatt einfach dazulegen und mitköcheln lassen. Und das Ganze natürlich hin und wieder immer umrühren. Und während das Ganze vor sich hin köchelt, kümmern wir uns mal um die Kräuter. Ich habe hier einmal frische Petersilie, ein bisschen Basilikum und das Ganze hacken wir dann einfach ganz klein in feine Stücke. Und das Ganze machen wir natürlich auch mit der Petersilie. Die Stiele brauchen wir nicht, die habe ich jetzt schon mal entfernt. Einfach wegschneiden oder abrupfen und das Ganze hacken wir dann mit dem Basilikum schön klein. Und kurz bevor das Risotto dann fertig ist, geben wir die ganzen gehackten Kräuter noch drunter. Das dauert aber noch 2 bis 3 Minuten, denn wie gesagt, es muss erstmal klein gehackt werden. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Butter und Parmesan, um das Risotto noch ein bisschen zu verfeinern. Jetzt gebe ich noch den Rest Brühe hinzu, lasse das Ganze nochmal kurz aufköcheln. Und im nächsten Schritt brauchen wir die Butter, wie ich schon eben erwähnt hatte. Und ein bisschen Parmesan, schön fein gerieben, darf in diesem Fall auch nicht fehlen. Einfach drüber streuen. Dann das Ganze gut untermischen. Und das Ganze so lange dann köcheln lassen, bis das schön sämig wird, bis sich alles schön verbunden hat. Und jetzt ist das Risotto eigentlich schon fertig. Jetzt gebe ich noch die Kräuter hinzu. Lass noch ein bisschen übrig, damit ich es nachher noch schön dekorieren kann. Rühre das Ganze unter. Und zum Schluss, wenn ich serviere, kommt das Lorbeerblatt natürlich raus. Jetzt nehme ich einfach einen Teller eurer Wahl, gebe das Risotto drüber, zur Dekoration gebe ich noch ein Lorbeerblatt hinzu, ein bisschen Kräuter drüber und dann noch ein bisschen Parmesan und fertig ist unser wunderschönes Risotto. Lasst es euch schmecken, ihr könnt das Risotto selbstverständlich auch mit anderen Kräutern ausprobieren, das ist euch überlassen, könnt auch einen anderen Käse nehmen, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, ich wünsche euch schon mal guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare rein oder besucht mich auch mal auf Facebook. Da waren noch bis jetzt ein bisschen wenige von euch. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, schaut einfach mal dahin oder dahin. Da gibt es weitere Videos und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.